Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir euch die Neuzugänge aus dem Monat November. Ob es viel war oder wenig, bleibt dran. Ja, neue Bücher sind eingezogen. Mhm. Wie viele denn, Anja? Vier. Ja, wunderbar. Und mir ist hier eins eingezogen. Oh. Eins. Sie setzt sich gerade, sie hat noch nicht mal gesehen, dass sie was in der Hand hatte. Ich ja. So, ne, du hast jetzt nicht kein Buch, oder? Nee, keins nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, eigentlich hatte ich vor, Bücher zu kaufen, mhm. Weil ich ja noch so viel offen habe, die ich mir von der Buchmesse mal abarbeiten wollte. Aber irgendwie habe ich gedacht, nee, Maike, dann kommst du wieder in so einen Rausch. Und ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich es dann nicht gemacht. Ja, so gut. Ich habe es immer weiter rausgezögert und habe es nicht gemacht. Wahrscheinlich eskaliere ich dann im Dezember. Das ist dann wieder schlimm. Wenn dann so doppelt und dreifach. Weil dir dann sagst du, was letzten Monat zum Brav. Ja, genau. Ja, das ist auch nicht gut. Gut. Das kann passieren, das stimmt. Naja, aber dann fang du mal an. Ja, ich fang mal an. und zwar aus meinem Bücher-Abo, das Vorletzte. Das Vorletzte. Jetzt kommt noch eins im Dezember. Dann ist es vorbei. Erstmal wieder vorbei. Lukas hat nochmal betont, dass es ja immer eine gute Geschenkidee wäre, als Olli im Wohnzimmer saß. Ja, wenn ihr euch mal überraschen lassen wollt oder wenn ihr mal nicht wisst, was ihr euch wünschen könnt, dann können wir euch dieses Buchabo da sehr empfehlen. Die sind da wirklich super engagiert und gucken auch, dass ihr euch da... also ich habe bis jetzt noch wirklich kein Doppeltes gehabt tatsächlich. Gut, ist bei Hardcover auch tatsächlich leichter als bei Taschenbuch. Es gibt auch das Bücherabo für Taschenbuch, was natürlich viel günstiger ist. Nichtsdestotrotz gucken die aber, dass man dann... Man kann auch umtauschen, also wenn es jetzt doch doppelt ist. Ich wollte gerade sagen, aber es ist schon immer so ein bisschen wie Weihnachten, ne? Sein, ne? Oder Geburtstag halt, ne? Man hat halt länger was davon. Ja, ist schon schön. Schön. Ja, und diesmal war dieses tolle Buch drin von Fabian Neidhardt, Nur ein paar Nächte. Und ich habe direkt gedacht, Fabian Neidhardt kenne ich. Ich kenne Fabian Neidhardt. Woher kenne ich diesen Autor? Und deshalb, wer bei Insta uns verfolgt, der hat es ja dann in der Story gesehen. Ich habe schon ein Buch von Fabian Neidhardt auf meinem Sub. Immer noch wach. Und auch noch nicht gelesen. Ja. Schade. Jetzt habe ich das zweite. Ich sollte mal loslegen. Ne? Ja. Es klingt auch wieder richtig gut. Es geht nämlich um Ben. Er ist Mitte 30 und zieht allein die 12-jährige Mira groß und hat sich so in seinem Leben so zurecht eingerichtet, wie man das so macht. Und eines Tages steht sein eigener Vater vor der Tür, mit dem er eigentlich keinen Kontakt mehr hatte, um bei ihm ein paar Nächte unterzukommen. Und Mia wird später mal von der Polizei nach Hause gebracht und alles geht irgendwie gerade runter und drüber. Und jetzt ist halt die Frage, der eigene Vater im Haus, mit dem er vorher nicht so gut Kontakt hatte, mit der Tochter, ist es gerade alles ein bisschen schwierig und die Vergangenheit holt ihn gerade so ein bisschen ein. Und das klingt wieder nach einer richtig guten Geschichte und ich freue mich, ich finde es auch wunderschön, mir gefällt es richtig gut. Es ist aus dem Heymon Verlag. Sagt mir jetzt so auch nichts, genau, weil ich finde es wirklich schick. Mhm. Und ja, freue ich mich, dass der Lukas das ausgesucht hat für mich, genau. Und ich sag mal noch, was dabei war, da habe ich nämlich bei dem Auspacken gar nichts zugesagt. Er hat mir noch eine, das ist so eine Erzählungsbeilage und zwar von Anne von Kanal, Dreiband. Anne von Kanal ist ja gestorben vor einem Jahr. Ja, vor einem Jahr. Am ersten Todestag steht genau. Und zum ersten Todestag wurde das jetzt rausgebracht vom Mare Verlag, sozusagen ihre letzten verschriftlichten Worte. Und von Anne von Kanal habe ich auch schon zwei Bücher gelesen, Der Grund und Das blaue Buch. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Und die hat mich aber auch wirklich begeistert von der Art, wie sie schreibt und wie sie erzählt. Und ich fand das damals, mir hat das auch echt getroffen, als ich gehört habe, dass sie gestorben ist. Es war wirklich auch sehr plötzlich. Sie hatte eine schlimme Erkrankung. Sie war im Endeffekt darauf vorbereitet, wie man darauf vorbereitet sein kann. Und hat halt nochmal was geschrieben und das war mit dabei. War das. Und da habe ich mich auch sehr gefreut. Ich habe noch nicht gelesen, aber würde ich gerne. Und dann habe ich überlegt, eigentlich wollte ich von ihr noch ein Buch haben, was mir fehlt. Und das habe ich mir natürlich dann bestellt. Mhm. Das zeige ich euch jetzt direkt. Und zwar ist das nämlich ein Kooperationsbuch von Anne von Kanal mit Heiko Deutschmann, I Get a Bird. Genau. Und das habe ich, wie gesagt, noch nicht. Und sie ist nämlich, das wusste ich bis dato auch gar nicht, sie ist nämlich an ALS gestorben im Herbst 2022, genau. Und sie hat dieses Buch mit ihm zusammengeschrieben und das hört sich halt auch richtig gut an. Es geht hier nämlich um Jana. Jana ist Zukunftsforscherin aus Freiburg
und ein Paket von einem ihr unbekannten Absender, der hält etwas Überraschendes. Denn jemand schickt ihr die schmerzlich vermisste Agenda zurück, die sie vor Jahren verloren hat. Und sie antwortet. Und daraus entspinnt sich so ein Austausch mit Johann, das ist nämlich ein Busfahrer, der sich mit Verlusten nur allzu gut auskennt. Und das ist ein einzigartiger und sehr berührender Briefwechsel zwischen zwei Autoren. Und kann mir vorstellen, dass es auch sehr viel Persönliches eingeflossen ist. Und deswegen wollte ich das gerne noch in meiner Sammlung haben. Habe ich das noch bestellt. Genau. Sehr schön. Mhm. Ja. Ich habe auch noch Der Grund hier stehen von mir. Haben wir auch noch nicht gelesen. Ja, was man auch schon ewig hier. Ja. Aber die war tatsächlich hier auch in einer Buchhandlung hier vor Ort immer hier, war die auch zu Gast. Ach guck. Deswegen, das schon, die war nämlich auch da sehr betrübt, oder? Mhm. Ja. Ja, das ist ja, auch, das hat, also ich war auch sehr überrascht. Ich wusste das auch nicht mit der Erkrankung. War schon heftig. Ja. Genau. Ja, dann zeige ich euch mein Buch. Das kennt ihr auch mittlerweile schon, nämlich Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Und das lese ich ja gerade und das werdet ihr im Lesemonat Dezember dann wahrscheinlich wieder sehen, weil ich bin jetzt, so in der Mitte sind wir jetzt gerade angelangt und haben jetzt noch den Rest vor uns. Und hier geht es ja um Dorian Gray, wie der Titel schon sagt, und es wird von ihm ein Bild gemalt. Und dieses Bild begleitet Dorian dann und er spricht den Wunsch aus, dass er gerne für immer so jung bleiben würde wie dieses Bild, dass er nicht altert, sondern er lieber dieses Bild. Und das passiert dann tatsächlich auch. Und es gibt aber natürlich ganz viel drumherum und Menschen, die ihn auch beeinflussen. Und das ist recht spannend. Ich werde da, wie gesagt, im Lesemonat Dezember mehr dazu erzählen. Bisher gefällt es mir sehr gut. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht und wie es enden wird. Weil das Ende soll wohl nochmal so ein Kracher sein. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ja, und das habe ich mir wieder aus dem Nicole Verlag bestellt, weil ich mag die Ausgaben wirklich gerne und habe bis jetzt damit in Übersetzungen auch immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich wollte gerade sagen, hast du gesagt. Genau, ja. Und das ist hier übersetzt von Peter Rauhoff, obwohl ich überlege, habe ich überhaupt schon eine Übersetzung von Nicole auch gelesen oder hatte ich nur deutsche Autoren? Das kann nämlich auch sein. Nach der Weise. Bis jetzt nur ja auch von Deutsch. Lessing. Ja. Und, ich hatte... Fitzgerald. Ja, der große Gatsby. Der große Gatsby, den habe ich auch. Da, der war auch übersetzt. Genau. Aber das hier ist jetzt, habe ich gesagt, ist übersetzt. Hast du gesagt? Peter Rauhoff, genau. Und bis jetzt gefällt es mir recht gut, wie er übersetzt hat. Die anderen lesen das nämlich in der Anaconda-Ausgabe. Also das ist ja auch immer. Aber ich fahre mit denen gut und ich kann mir halt vorstellen, wenn irgendwann mal mein Regal neu ist und so dann der ganze Raum. Die Bücher so nebeneinander. Ja, das sind Träumchen. Das sind Träumchen. Träumchen. Das sind Träumchen. Ich sehe es vor mir. Ich sehe es auch vor mir. Mega. Ich würde mir da gerne noch mehr von, also ich finde das, und es ist eine Preis-Leistung, ist das unschlagbar. Absolut. Muss man ganz klar sagen. Ne? Ich weiß nicht, was die da überhaupt noch dran, ich meine, das Papier wird jetzt nicht so große Qualität haben und so, ne, daran merkt man es wahrscheinlich schon, aber ich finde es super. Ja, ja, ich finde die auch schön. Ja, dann habe ich eine Rebuy-Bestellung. Eine Rebuy-Bestellung! Gibt's nicht. Weil ich war nämlich, es gab einen Grund. Ja, es gibt immer Gründe. Immer. Es gibt immer Gründe. Es gibt immer Gründe. Und zwar, weißt du, die bestellt aber auch bei Rebuy, ohne mal zu fragen, brauchst du was? Soll ich mal für dich mitbestellen? Weil ich genau weiß, dass sie sagt, auf gar keinen Fall. Das weißt du doch gar nicht. Natürlich, weil du dich doch mal aufregst über den Zustand der Bücher. Das weißt du gar nicht. Das weiß ich. Das hat mich da auch verändert. Ich bin nicht mehr so. Nicht mehr ganz so schlimm. Bin ich nicht. Ich habe dich bewusst nicht gefragt, weil du hast mal gesagt, so nie wieder Rebuy. Hast du mal gesagt. Deswegen habe ich dich nicht gefragt. So, und ich hatte einen Grund, genau. Und zwar war ich auf der Suche nach Büchern übers Taping. Ne? Wie man Gelenke tapet, wenn man zum Beispiel Football spielt. Nehmen wir mal einfach Football. Nehmen wir doch einfach mal American Football. Und und dann habe ich das, und es ist nämlich gar nicht so einfach, da was zu finden. Und ich war jetzt auch in der Bibliothek, habe mir da schon was ausgeliehen und da habe ich mir aber eins bestellt, das war dann relativ günstig. Da habe ich gedacht, hast du jetzt die Versandkosten?
guckst du mal. Das ist das Schlimme bei Rebuy. Und dann habe ich mir das immer wieder. Dann habe ich mir eins bestellt. Das hat auch die Leserin, aber ich finde, es geht noch, weil es ist halt weiß. Und ich habe gesagt, komm, ist egal. Und zwar von Maya Angelou, was für immer mir gehört. Ich habe mich nur trotzdem danach doch geärgert, weil es nämlich eine Klappbroschüre ist, obwohl da Taschenbuch. Ach so, und das erste hast du als Taschenbuch. Und das erste habe ich als Taschenbuch. Oh nein, wie ärgerlich. Das ist ärgerlich, ne? Das finde ich auch. Also ich finde die Rillen finde ich jetzt find auch nicht okay. So schlimm. Die Rillen, also okay. Jetzt ehrlich, ich hab mich da wirklich geändert. Ja. Also das fände ich jetzt auch nicht so super schlimm. Aber das ist ja nervig. Das stand Taschenbuch, Leute. Das stand da wirklich. Es ist ja auch ein Taschenbuch, aber halt eine Klappbroschüre. Eine Klappbroschüre. Oh, und ich habe ja den ersten Teil von ihr gelesen. Ja. Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Und das hat mich ja auch, ich war ja angefixt, ne? Und wollte halt jetzt mit diesem autobiografischen Roman weitermachen. Vor allen Dingen gibt es danach auch noch welche, ne? Ja, also natürlich. Mehrere Bände. Ja. Tja, muss ich jetzt entscheiden, wie du weitermachst. Ja, ich werde es jetzt auf jeden Fall erstmal lesen. wenn es mich weiter total packt, kenne ich mich. Und dann landet es im Bücherschrank und ich kaufe mir das andere als Taschenbuch. Sind wir ehrlich? So wird es wahrscheinlich sein. Wird es wahrscheinlich so sein, weil es wahrscheinlich auch nicht ins Regalfach passt, weil es ist ja höher. Weil es ist in dem Taschenbuch-Regalfach, ja. Richtig, es ist in dem Taschentuch. Taschenbuch, nicht Taschentuch, Taschenbuch-Regalfach. Gut, aber hier geht es um Maya. Es geht, wie gesagt, weiter mit der jungen Frau. Sie ist ja sehr früh Mutter geworden. Sie hat in den Südstaaten ihre Großmutter, den Krämerladen, jetzt hinter sich gelassen und ist jetzt nach Kalifornien gegangen, um dort ihre Träume zu verwirklichen und will halt auch in Karriere als Tänzerin machen und das als junge Mutter alleinstehend, ist das nicht so einfach. Und ich möchte einfach gerne weiterlesen. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich schon geärgert. Was soll ich sagen? Ich habe mich geärgert. So, und dann habe ich gedacht, komm, was ist denn noch so auf deiner Liste? Und dann waren wir ja bei der Buchmesse, die Maike und ich, und da haben wir ein Buch gesehen, was mich sehr angesprochen hat und das gab es dann nämlich für fast neu und da habe ich das mitbestellt. Geschwister im Gegenlicht von Sabine Bode. Das habe ich mir da aus dem Regal beim Klett-Cotta Verlag. Erinnerst du dich? Nee, an den überhaupt nicht, nee, glaube ich. Das hatte ich da an der Hand und das hörte sich einfach total gut an. Es geht halt um zwei Geschwister, die auf Spurensuche in der Vergangenheit sind. Es geht um Sonja und um ihren Bruder Rolf. Sonja hat so ein Lebensmotto, so Familie, nein, danke. Und Rolf ist eher so, dass er plötzlich an der Ostsee auftaucht und in dunkler Familiengeschichte zu graben beginnt. Es geht halt auch wieder so Ost-West. Mhm. Es ist sehr lebensnah, feinfühlig, erzählt wohl Sabine Bode von diesem ungleichen Geschwisterpaar. Mhm. Und das hört sich einfach unheimlich gut an. Und da habe ich gedacht, das nehme ich mir jetzt mit für wenig Geld. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich bezahlt habe, war nicht viel. Und das habe ich dann auch noch in den Einkaufswagen, in den Rebuy-Einkaufswagen gepackt. Mhm. Genau. Hast du gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Das ist ein Schnäppchen. Ne? Da habe ich noch Schnäppchen. Da habe ich noch einen Schnapper gemacht. Neues Schnäppchen. Und da war der Ärger von der Klappbroschüre ein bisschen weniger. Wieder weg. Ja, na weg nicht. Naja, aber weniger. Aber weniger. Genau. Und das war's. Ja, das war ja jetzt kein langes Video. Wie enttäuschend. Mhm. Du hättest ja auch ruhig mal mehr kaufen können, damit du mal ein bisschen Content hier bringst. So ist es. Wenn es um Neuzugänge geht. Habt ihr denn Wünsche auf eurer Liste für Weihnachten, meine ich jetzt? Also weshalb bei Buchwunschliste. Habt ihr das? Hast du das? Eine Wunschliste. Ja, für Weihnachten jetzt speziell. Ja, wer würde mir das Buch schenken? Niemand. Bei uns ist halt, ich kriege nicht zu Weihnachten, deswegen, das ist auch völlig in Ordnung, es ist auch abgesprochen. So. Also, alle bekommen was? Nur ich. Nur Maike nicht. Ja, genau. Und damit man das so mal weiß. So traurig ist mein Leben. So traurig ist es. Einfach so. So ist es. So weinend sitze ich dann da. Sitzen da alle unterm Baum. Alle haben packen was, aus. Nur ich nicht. Maike nicht. Nein. Es ist bei uns schon länger so, dass wir uns nichts mehr gegenseitig schenken. Weder mit Eltern, Geschwistern. Und ich bin da auch nicht böse drum. Ich brauche, mit meinem Mann schenke ich mir halt auch ehrlich gesagt nichts, weil wir lieber irgendwie was dann Besonderes machen oder irgendwie so. Und wir brauchen uns, also das haben wir für uns halt abgeschafft. Und find dieser Stress, also wenn ich das bei Anja mitbekomme, für mich ist das nicht schlimm, dass wir das nicht mehr machen. Es ist wirklich nicht schlimm. Nein. Also die Kinder kriegen alle was, Kinder kriegen was in der Familie und das reicht mir an Stress. Das reicht mir schon genug. Das ist schon genug Stress. Also deswegen. Und deswegen habe ich jetzt keine aktuelle Wunschliste. Ja.
Für Weihnachten. Für Weihnachten. Ich habe eine große Buchwunschliste, aber keine aktuelle Weihnachten. Mir fällt auch gerade ein. Du hast du dir Bücher gewünscht, weil du musst ja durchaus schon mal Bücherwünsche abgeben. Habe ich. Hast du? Habe ich. Hab da was draufgepackt. Mir fällt nur gerade ein, wenn das Video kommt, ist glaube ich Weihnachten vorbei. Kann das sein? Das kann sein. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wann wir das jetzt gucken. Ich guck mal eben. Schön, dass wir da jetzt drüber spradroniert haben. Das ist wieder was zum Lachen. Aber Leute, ist ja auch schon hat vorbei. Wir stellen gerade fest, Weihnachten ist ja für euch jetzt schon vorbei. ist ja der 29. Also sind die erfüllt worden, die richtig. Bücherwünsche? Das war jetzt der Übergang. Das war alles geplant. Ist denn irgendwas bei euch Bücherwunsch technisch erfüllt worden? Und bei Anja werdet ihr das ja dann sehen. Ich verrate nichts. Ne? Das wird ja dann kommen. Genau. Ne? Ob sie die Erfüllung gefunden hat. Ob ich das gefunden habe, die Erfüllung. Ja, aber schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und kennt ihr eins der Bücher, die bei Anja besonders eingezogen sind? Weil Dorian Gray, das kennen ja viele. Ja. Aber bei Anjas neuen Büchern, schreibt gerne mal in die Kommentare. Und was bei euch natürlich so im November eingezogen ist, das interessiert uns auch noch. Auf jeden Fall. Und dann geht es jetzt in den Endspurt. Das neue Jahr klopft schon leider an. Es kommt auf leisen Sohlen daher. Auf leisen Sohlen, genau. Genau. Ja, nicht mehr lange. Genießt noch die restlichen Tage des Jahres 2023 und dann sehen wir uns an Silvester wieder. Wir sehen uns Silvester wieder. Mit dem letzten Sonntag im Monat. Und des Jahres. Und des Jahres. Poetisch. Poetisch. Wir hören auf. Wir hören auf. Diese Dramatik können wir nicht stoppen. Bieten. Bis dann. Tschüss.